Ich will ihn hier nicht haben. Das machte der Münchner Oberbürgermeister mit Blick auf den geplanten Auftritt des umstrittenen Musikers Roger Waters heute im Stadtrat noch einmal deutlich. Dieser steht schon länger wegen Antisemitismusvorwürfen und Verbreitung von Verschwörungsideologien auf seinen Konzerten in der Kritik. Und trotzdem, Waters darf im Münchner Olympiapark auftreten. Die Stadt sieht nach Absprache mit der Regierung von Oberbayern keine rechtliche Möglichkeit, das Konzert zu unterbinden. Als Oberbürgermeister leistet man eine Amtseid. Und ich werde nicht mit Anlauf rechtswidrig handeln. Das würde meinem eigenen Eid widersprechen. Und da ist es jetzt völlig unabhängig, ob wir dann Schadenersatz hätten leisten müssen oder, was ja tatsächlich der Fall gewesen wäre, Herr Waters hätte sich einklagen können. Laut den Juristen ist das ein sehr wahrscheinliches Szenario. Die Stadt will trotzdem ein Zeichen setzen, zum Beispiel durch Beflaggung oder das Verteilen von Informationsblättern. Noch ist unklar, für welches Zeichen sie sich entscheidet.